Wollen wir mal gucken, wie weit Jürgen inzwischen ist. Badadidadi. Ah ja. Hat sich schon ganz gut vorgekämpft. Hier sieht das schon alles ganz gut aus. Kaffee fehlt wohl noch. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Supermarket Simulator. Erstens mal das Auto vorbei, ja? Und Jürgen ist ja da beim letzten Mal dazu gekommen. Wir haben ja das Lager gekauft. Wir hatten schon so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, weil wir Jürgen ins Handwerk gefuscht haben. Wollen wir mal gucken, ob es jetzt besser läuft. Ich müsste jetzt eigentlich hier noch auffüllen, damit Jürgen natürlich zwischendurch immer schön nachfüllen kann. Nur die Kohle ist knapp, ne? Guckt euch das mal an, was ich an Regalen gekauft habe. Und dann hier die beiden Erweiterungen. Aber, naja, es hat sich auch gelohnt, ne? Ich kann ja einfach mal von jedem Produkt einkaufen, wenn es denn geht. Aber ich glaube, die 400, die sind ruckizucki weg. Dann will ich mal sagen, so, naja, das ist, glaube ich, hier nicht so teuer, ne? Das. So. Gucken wir mal. Geht das noch? Ja, das war nicht teuer. Kaufen. So, jetzt geht's hier weiter. Einen. Sogar die Milch ist dabei. Oh. 100 noch habe ich. 100 Taler. So, mal gucken, ob Jürgen jetzt vom Regal stehen bleibt und überlegt. Ich mache dir auch mal Licht an hier. So. Ich fusche ihm jetzt mal nicht dazwischen. Die paar Kisten kriegst du doch, kriegst du alleine hin, ne? Ich könnte ja eigentlich sagen, ist ja egal. Ich kann ja schon mal aufmachen. Lass ihn doch schon mal arbeiten. Hä? Machen wir erstmal Licht an hier. Ja, klar. Ja, why not? Komm. Machen wir auf. So. Ah, dann wollen wir mal. Meine Güte, wir waren bei fast 5000. Hatten wir die 5000? Nee, ne? Alles weg, alles rausgekloppt. Und hier ist nichts größer. Die gleichen Regale, die gleichen Waren. Aber ihr wisst ja nicht, was hinter den Kulissen los ist, ne? Ich muss aber zwischendurch mal noch gucken, ob Jürgen auch funktioniert oder sich wieder festgeklappert hat irgendwo. Hier ist er nicht. Ah, er ist noch bei der Arbeit. So gehört sich das. Hm? Man kann ja hier auch allerhand machen. Man kann den Boden verändern, obwohl ich finde, die Fliesen genau passend für so einen Laden. Huh. Die Wände könnte man vielleicht mal ändern. Aber die finde ich auch nicht gerade schlecht. Das ist eigentlich ganz in Ordnung. Erstmal ausbauen. Aber erstmal müssen wir Geld verdienen. Ich denke mal, mit einem Verkaufstag kommen wir da nicht rum. Und ich glaube, als nächstes geht es in die Richtung weiter, oder? Die Erweiterung, ja. Ich habe ja nur diese eine Erweiterung gekauft, oder? War es eine? Ja, ja. Brauchen wir jetzt mal Platz. So, 15,30. 77. ...42,50. Schokis! Ich gehe gleich nochmal gucken nach Jürgen. Vorsichtshalber. Nur stracks zur Milch.
3020. Katsching! Ah ja, Jürgen macht seinen Job. Brauchen wir gar nicht gucken. Wir sehen ja, er arbeitet, er füllt auf. Dann hat er alles rausgeholt. Nee, da liegt noch was. Da liegt ja noch was. Auf der Straße. Passend bezahlt, finde ich gut. Die kaufen wieder wie die Verrückten. Ihr seid schon wieder richtig ausgehungert, ne? Ja, wenn du so lange Nacht machst, bis du mal wieder aufmachst, ist doch klar. 28,40. Siebenundfünfzig,60. $0,10 zurück. Na, haben wir ja bald den ersten Tausender wieder voll. Naja, bald. So langsam nähern wir uns dem. Aber schon ein ordentlich großes Lager jetzt. Das ist schon mal gut. Da müssen wir jetzt noch auch die Kohle für haben, um das ordentlich zu füllen. Musik fehlt hier noch. Kriegen wir hin. Manchmal, wenn ich den mit dem blauen Anzug sehe, dann denke ich immer, das wäre Jürgen. Ist ja gar nicht. 31,60. Räum doch erstmal das von der Straße weg. Solange das nicht richtig knapp ist hier. $32,90. Passend. 5,80. Aber schön, wenn wir einen Auffüller haben, ne? Müssen wir nicht dauernd so, oh, da ist knapp, losrennen. Da kümmert sich jetzt jemand drum. Ich könnte auch jetzt einen Kassierer einstellen, dann brauche ich gar nichts mehr machen, nur noch warten. 58,20. Irgendwann haben wir sowieso hier 4 Kassen stehen, ne? Und noch die Selbstbedienungskasse. Oder 2. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ah, hast du jetzt was von der Straße geholt? So, 56. Ja, 12,50. Reger Verkehr hier, wie im Ameisenhaufen. Entschuldigung, ich habe immer noch so dieses wunde Gefühl, den Hustenreiz. Das ist oll. So ein bisschen. Oder mit der Kaffee knapp, ne? Naja, knapp. Aber man sieht schon Löcher, trotz Jürgen. Aber vielleicht ist der auch nichts mehr da, ne? Im Lager. Schwupp. 23,10. Wie spät ist denn das jetzt? 15.30 Uhr gleich, oh. Aber wir haben jetzt etwas über 1000, das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Mal gucken, ob wir damit reißen können nachher.
92. Jetzt machen wir das so. Hä? Habe ich ihm zu wenig gegeben? Er hat gesagt, das ist Diebstahl. Ups. Müssen wir auf der Abrechnung da gucken, was da steht. Ich habe meine Kunden beklaut. Oder hat der geklaut? Ich weiß auch gar nicht genau, was ich da falsch gemacht habe. Man könnte das ja im Video nachgucken, ne? Wenn man das denn dran denkt und wiederfindet, die Stelle. Ihr könnt ja zurückspulen und nochmal genau gucken, was ich da falsch gemacht habe. Ein Käse. 93. Siebzehn. Liegt noch was auf der Straße? Ja, eine Kiste sehe ich da noch auf der Straße liegen. Na, Jürgen kommt da nicht zu, die zu holen, ne? Muss ewig auffüllen. Hm, 17 Uhr ist es immerhin schon mal. Siebenundvierzig. Und die Regale sehen doch alle voll aus. Ist doch schön. So soll es sein. Soll ja auch den Kunden ansprechen, ne? Und einladend aussehen. Lebensmittel in Hülle und Fülle. Habe ich eigentlich Licht angemacht im Lager? Ich glaube nicht, ne? Ja, aber der Jürgen hat gute Augen. So, 23,90. Jetzt stehen sie hier Schlange. 4,80. Zehn. 80. Da liegt immer noch was auf der Straße, oder? Hey, ja? Schokis, Nudeln und Kaffee. Ja, da müsste was passieren. Siebenundsechzig. Jetzt hat er alles weggeräumt. Jetzt, ich glaube, jetzt liegt nichts mehr auf der Straße. So, 16,40. Ach ja. Drei. 70. So viele Schokis. Oder sind die wieder auf Null gerutscht? 64,20. Das glaube ich nicht bei dem Preis. Ein Käffchen. Ein Wasser. 2,70. Oh, guck mal, der Kaffee geht zur Neige. Ich glaube, Jürgen hat keinen mehr, ne? Wo ist Jürgen eigentlich? Ah, er ist beschäftigt. Gut. Ja, guck mal. Fast leer, das Lager. Aber wir sind ja auch bald durch hier. Der Kaffee hält noch durch, hoffe ich. 29,70. Passend.
Naja. Schickes T-Shirt. So, 21 Uhr, so allmählich, dürftet fertig sein hier. Zweiunddreißig, und 26:40. So. Neunundsechzig, 50. Ein Wässerchen. 17:30 zurück. Oh, guck mal, über 2000. Aber der Kaffee! Boah, der Kaffee! Natürlich, ich dachte, er geht jetzt zum Kaffee. Bist du der letzte Kunde heute? Nein, ich bin das letzte heute. So. Ich glaube, das war's, ne? Ja, Kaffee haben sie uns geplündert, ne? Ansonsten geht's ja so gerade noch. Ja, wenn du jetzt was im Lager hättest, könntest du einräumen, ne? Ist nichts da. Ja, dann würde ich sagen, machen wir erstmal den Tagesabschluss. Dann gucken wir mal, ob da irgendeine Meckerei ist. Hier zu wenig Wechselgeld da. Uiuiuiui. Automatisch bezahlt Mitarbeiter. Ach so, Mehl und Zucker. Also Zucker kostet jetzt 6,20. Und Mehl kostet jetzt 2,30. Sonst ist alles gut mit dem Preis. Dann wollen wir mal bestellen. Also. 2. Haben wir hier 3. Sind 5. 6. 7. 8. 9. 10. So, Jürgen, walte deines Amtes. Na? Machen wir 3. Ich glaube, das ist dann schon wieder voll. Sollen wir den mal in Ruhe arbeiten lassen, den Jürgen? Wir bräuchten einen zweiten Jürgen, ne? Jetzt schon. Hier auch, komm. Zack. Hoffentlich reicht die Kohle. Guck mal, ist noch voll. Aber nur einen. Sollte eigentlich reichen. Ich funke immer lieber nicht dazwischen, glaube ich. Aber da hat er zu tun, wa? Da hat er zu tun. Was mache ich denn in der Zeit? In der Zeit machen wir ihm erstmal Licht an. So. Licht an. Licht an. Ich warte noch mit dem Aufmachen. Weil der ist jetzt sonst, das liegt halt den ganzen Tag auf der Straße rum. Das ist doch auch Oll, oder? Was kann man denn machen? Wir haben noch 1500 Taler, ne? Da könnte man ja mal gucken, ob man noch irgendwelchen Quatsch damit anstellen kann. Gucken wir mal erstmal hier bei der Verwaltung. Produktlizenz, da warten wir noch ein bisschen mit, aber das ist bald soweit. Rechnungen haben wir zu bezahlen, das machen wir eben. Wachstum. Guck mal, 750. Boah, das ist aber teuer. Aber müssen wir ja haben irgendwann, ne? Da ist das. Ach so, ist das. Ja, genau. Könnten wir den nächsten auch schon kaufen oder fehlen uns da noch? Den könnten wir auch kaufen, wenn wir die Kohle hätten. Wie sieht es eigentlich mit dem zweiten Mitarbeiter aus? Da müssen wir
ein Regal noch kaufen, dann wird das gehen. Ach so, und Level 22, den haben wir noch nicht. Na gut. Pass auf dann. Nein. Und zack, ist es auf Null. So passiert das. Das ist ein bisschen doof, ne? Dahin. Und dann stellen wir das erstmal hier hinten ab. Das können wir ruhig da so hinstellen. Na? Ja, ja, dann haben wir bald Platz dann für weitere Produkte. Aber ich denke mal, ich werde das auch noch freikaufen da. Dann kommen Regale rein und dann kommt die nächste Produktlizenz. So ungefähr könnte das sich entwickeln, würde ich sagen. Wir haben jetzt auch noch kaum Geld. Der Rest werden wir wahrscheinlich auch erstmal in Lebensmittel investieren. Jetzt können wir den aber ein bisschen wegstellen hier. Der stand ein bisschen ollnah. Hier, guck mal, das ist besser, ne? Das steht auch doof im Weg irgendwie, ne? Ah ja. Das geht schon, erstmal. Ich kann mal noch eine Lampe kaufen. Dann machen wir hier auch eine hin. Markt, Möbel, Lampe. Was hier alle gibt, ich habe noch gar nicht so richtig geguckt. Guck mal hier. Ah, das ist eine Selbstbedienungskasse andersrum. Das wäre ja vielleicht auch interessant gewesen. Hier, Lautsprecher 250. Ist noch nicht so weit. Kategoriezeichen kommt dann auch mal irgendwann. So, nimm mal die eine. Jetzt muss ich die aber finden, ne? Ah, so ein kleines Dingelchen. Ist das? Jo. Pass auf, dann machen wir hier noch eine Lampe hin. So. Na, wie läuft's, Jürgen? Ich funk dir nicht dazwischen. Sonst stehst du ja wieder am Regal und denkst, was soll ich denn hier? Und dann muss ich da wieder rumfriemeln, wie blöd. Das ist noch so ein bisschen buggy, so ein bisschen tricky, dass er sich dann schon mal so ein bisschen verhakt, der Jürgen, wenn man ihm da ins Handwerk fuscht. Also dem soll man gar nicht helfen. Kann man, aber man hat dann eben das Risiko, dass da was nicht ganz gerade läuft, dass er sich mal festbackst. Und dann vom Regal einschläft. Geh mal ein bisschen spazieren. Ich versuche ja immer, ich habe das bis jetzt noch nicht geschafft, ne? Hier irgendwie die Map zu verlassen. Ah, warte mal, da machen wir aber vorsichtshalber den. Nicht, dass da mal was in die Hose geht. Von der Map gefallen. Spielstand irgendwie. Aber wenn der Spielstand weg ist, habe ich sowieso verloren. Ich kann da aber nicht hochklettern, ne? Aber ich habe schon Folgendes geschafft. Mal. Man kann hier so ein Stück weit an den Baum hochklettern. Da, guck. Siehst du? Und dann dachte ich mir, wenn ich von so einem Baum aus... Da geht aber nicht weiter, ne? Von einem Baum aus auf so eine Leiter kann. Ich weiß aber nicht, ob die nicht Phantom sind, dass man durchfällt. Dann könnte man vielleicht auf das Dach und dann andere Seite runter. Spaßcenter. Aha. Hopp. Ah, das ist zu hoch. Hier vielleicht? Nee, oder? So, gucken, wo das richtig gut passt. Ziemlich hoch, die Häuser. Und ich denke mal, die sind so hoch und ohne Lücken, weil man sonst die Map verlassen kann. Was man ja nicht soll. Was ich aber gerade deshalb immer versuche. Hier fahren Autos rum, wa? Ich glaube, wir müssen neue Produkte ins Sortiment holen. Was weiß ich, Rolex-Uhren und sowas. Nee, hier ist nichts Gescheites, wo man hochklettern könnte. Da, das sieht vielversprechend aus hier. Ob man da drauf könnte? Wenn ich jetzt hier versuche, auf den Baum zu klettern. Guck mal. Da drauf? Nee, ne? Hopp! Hier vielleicht?
Warte mal, lass mich mal hier auf den Baum. Da. Das geht irgendwie alles nicht. Das ist zu gut gesichert. Wir sind gefangen. Guck mal, wo gehst du denn hin? Mit meinem tollen T-Shirt. Die gehen wirklich in die Häuser rein, habe ich mal gesehen. Ne? Irgendwann so schwupps, zack, sind die irgendwann so in der Tür drin, weg. Candy Hot and Cold Sandwiches. Food and Crockeries. Nee, also bis jetzt habe ich noch keinen Weg gefunden, hier den Knast zu verlassen. Naja. Wollen wir mal gucken, wie weit Jürgen inzwischen ist. Badadidadi. Ah ja. Hat sich schon ganz gut vorgekämpft. Hier sieht das schon alles ganz gut aus. Kaffee fehlt wohl noch. Eventuell müssen wir da noch ein bisschen nachkaufen. Kaffee. Was haben wir noch? Wollen wir noch Löcher? Das sieht alles gut aus. Da fehlt ein Tee. Dann kaufen wir auch einen Tee, damit wir den Lager haben. Lager dürfte sich auch wieder füllen, ne? Naja. Hier, guck mal, da kann man das sehen. Er macht auch mal eiskalt Neues, ne? Muss man aufpassen, dass man zum Beispiel hier das Öl hat und dann nochmal irgendwo Öl. Das ist dann so unübersichtlich. Guck mal, da Mehl und da nochmal Mehl. Warum macht er das? Wir müssen auf jeden Fall noch nachkaufen. Oh, Milch aber nicht, oder? Nee, Milch nicht. Alles andere kaufen wir nochmal was nach. Hast du jetzt alles fertig? Ach ja, gut. Pass auf, dann hole ich jetzt von jedem noch ein nach und vom Kaffee zwei. Wenn das Geld reicht. Eins. Eins. Das sind jetzt vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Kannst direkt loslegen, Jürgen. Das meiste geht ins Lager. Und jetzt hier auch noch von jedem einen. Haben wir das Geld noch? Ja. So, siehst du? Soll ja nicht langweilig werden, ne? Morgen hast du Muskelkater. Jetzt ist alles schön voll. Und wir haben auch ein bisschen was im Lager. Da könnte man eigentlich dann auch so einen Tag überstehen. Ich mach mal auf. Geht los hier. Wir haben nur 350 Taler auf der Uhr. Aber wir haben da schon wieder einen vergrößert. Immerhin, ne? Das wird. Ja. Ich glaube, muss er doch mal einen Kassierer einstellen. Aber das Problem ist, wenn ich einen Kassierer einstelle, der ist langsam. Das geht erst, wenn ich Platz habe für eine zweite Kasse und eine zweite Kasse stehen habe. Das machen wir dann auch. Dass ich dann nur dran gehe, wenn ich merke, oh, ist viel. Damit ich nicht die ganze Zeit immer nur kassieren muss. Ja, jetzt macht er wieder Regale voll und holt die Kisten nicht von der Straße, ne? Das ist so. Wozu bin ich eigentlich hier in der Kasse, wenn die alle die Selbstbedienungskasse benutzen? Naja, macht nichts. Ein Teemensch. Ah ja, Milch im Tee beim Earl Grey, ja, kann schmecken. Er muss aber Zucker noch haben. Ne? Sonst schmeckt nicht. Habe ich früher auch mal getrunken. Schwarzen Tee mit Milch und Zucker, so wie Kaffee. Kann man machen. Passend. Ach ja. Piep, piep, piep. Noch ist alles ziemlich ruhig. Wir haben nur keine 10 Uhr.
kommen. Also muss auf jeden Fall richtig Kohle geben. Ich würde ganz gerne da das Ding als nächstes freischalten. Dann kommen Regale. Dann wird wahrscheinlich nochmal ein oder zwei Tage verkauft. Und dann kommt eine neue Produktlizenz. Na? Soweit der Plan. Wird nämlich mal Zeit mit den paar Produkten hier. Das ist nicht so viel. Aber ich muss auch den Platz dafür haben, damit man das ordentlich machen kann. An so einer kleinen Kasse so viel Zeug kaufen. Naja. Die gehen alle dahin. Naja. Ich kann nur zugucken. Ja, weil ich letztens einen wohl beklaut habe. Deswegen wollen die nicht mehr zu mir kommen. Guck mal. Die mögen mich nicht mehr. Naja, wenn ich dann weniger Arbeit habe. Puh. Mir doch Wurst. Der Rubel rollt trotzdem, wenn auch ein bisschen langsamer. Wo ist Jürgen? Ich wollte schon gerade sagen, nicht, dass er da jetzt wieder irgendwo vorm Regal steht und überlegt, warum er da steht. Hurra! Dreimal Brot. 13,20. Hm. 34,10. Siebenundachtzig, 22,90. $0,80. Das ist so ein bisschen eintönig, ne? Das ist schwierig, hier so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, aber naja. Sich ewig nur über die Kunden lustig machen, ist doch auch all, oder? Obwohl, wenn mir da irgendwas auf der Zunge liegt, muss das raus. Ich überlege die ganze Zeit, an wen der mich erinnert, da, der mit dem karierten Hemd. Der erinnert mich an irgendjemanden, aber ich weiß nicht an wen. Das wäre auch noch mal eine Idee für einen Mod, ne? Andere Menschen. Ich hatte ja die Idee für Halloween, vielleicht mal die Zombies aus Seven Days hier einkaufen zu lassen. Das wäre doch was, ne? Stellt euch vor, dieser Bo oder so, der kommt hier rein, rar, sagt er womöglich. Und dann geht er zur Kasse und bezahlt seinen Kaffee. Fände ich ulkig. Hm. Hast du alles von der Straße immer noch nicht, ne? Ich würde dir ja helfen, aber ich habe Sorge, dass ich dich dann wieder störe. Ach, das ist entspannter als sonst. Was haben wir jetzt? 14 Uhr gleich, die Regale sind alle schön voll. So soll es sein. Arschgeweih macht Hunger. 60,10. Du musst aber Diät halten, damit das nicht zu breit wird, da deine Zeichnung. Zack. 1,10. $37,60. $14,40.
wenn man falsches Wechselgeld mal rausgibt, so wenig, dass die dann gleich sagen, das ist Diebstahl. Boah, das ist schon starker Tobak. Das ist doch gleich so eine Absichtsunterstellung, oder? Kann doch mal passieren. Diebstahl. Einmal Puderzucker. Ach hier, 80 Cent. Dabei habe ich gedacht, ich hätte anstatt 20 Cent zweimal 10 Cent genommen. Nicht, dass der sagt, das ist falsch, wenn man das jetzt anders gestückelt hat. Das war auch das erste Mal, dass ich meine, dass ich das nicht optimal gestückelt hätte. Also, nicht kleiner als nötig. Dann läuft er da einfach dazwischen. 70! Was haben wir da jetzt? Gleich 16 Uhr bald. Morgen kommen wir ganz gut in Ballung. Etwas über 1000. Ich hätte ja gern die 2000 noch erreicht, ne? Aber das sieht doch schon mal gut aus hier. Zack. 36,80. Katsching. Na, der Kaffee, der hat schon wieder ein deutliches Loch. Und wenn Jürgen nicht ankommt, wo ist er denn? Jürgen? Ah, da kommt er. Bringt er Kaffee? Nee, Öl. Jürgen, guck doch mal, ob noch Kaffee gekommen ist. Der Kaffee ist knapp da. Wird knapp nicht, aber... Ja, wenn die vordersten Reihen von allen dreien da auch schon weg sind, dann ist das nicht mehr so viel. Kaffee ist immer so eine Sache. Das wollen sie. Ja, schon wieder einen Kaffee gekauft. Noch ein Kaffee. Kaffee und Schokis, ja, gute Mischung. Kann ich mir gemütlich vorstellen. Aber nicht das Gesündeste, die Schokis. Das wird erstmal ordentlich aufgefüllt, jawoll. So, Großeinkauf? Naja, geht so. 4,70. Jede Menge Puderzucker. 3,90. Ja, ich denke mal, für das Aufrüsten da, dieser Laden sollte hinhauen, aber dann können wir vielleicht die Regale noch nicht kaufen, ne? Dann haben wir, gucken, ein bisschen wieder Nachschub holen. Schauen wir mal. Wird sich zeigen. Jetzt wird's düsterkes. 18 Uhr. Eier. Ja. 17,40. Ist ein bisschen doof, wenn Jürgen immer hier so durch die Kunden durchläuft, wenn die an der Kasse stehen. Irritiert. So. 57. Schon wieder Öl aufgefüllt. Da liegt immer noch was auf der Straße. Da hinten ist noch keine Lampe. Deswegen ist das da so duster. Da muss man ja auch dran denken, ne? Dass da dann auch direkt Lampen hin müssen. So, 36,10.
19:50. Wir gehen in die finale Runde so langsam. Da kommt Arschgeweih wieder. Du warst doch schon hier. Nee, nee, das war meine Schwester. Ja, das würde ich auch sagen. Wie viele Schwestern hast du? 34. Und die sehen alle gleich aus. Ja, das sind 34 Linge. Boah. So, 32,80. Da, der Kaffee, ne? Ich glaube, da ist keiner mehr da im Lager. Uiuiuiuiuiui. Ui. 30,10. Und da kommt es ja schon wieder. Ich habe ein Déjà-vu nach dem anderen hier. 35. Jetzt zum Schluss nochmal richtig hier. Cashen. Kein Weizenmehl mehr da. Aje. Jetzt habe ich das Lager. Ich habe Jürgen. Ich habe so viel bestellt und trotzdem geht das Zeug noch aus. 34,10. Da ist das Regal leer. Und da kommen noch Leute rein. Die wollen alle Mehl haben. Das hast du nur nicht gesehen, weil das da so dunkel ist. 27,20. 3,80. Na, ich glaube, das war's. 2380, da kann man ja nicht meckern, ne? Da kann man doch nicht meckern. So, Jürgen, ich glaube, es ist wirklich kein Kaffee mehr da, ne? Wo ist er eigentlich? Licht ist hier an. Feierabend gemacht. Oh, ich mach dir schon noch wieder Arbeit. Keine Sorge. Aber erstmal machen wir mal den Tagesabschluss hier. So. Einmal Produkt nicht gefunden, kann man nicht meckern. Guck mal, haben wir noch Plus gemacht. Nächsten Tag starten. Also Käse, Eier und Nudeln. Müssen wir preisbearbeiten. 3,50. Was war das? Eier und Nudeln. Käse, Eier und Nudeln. Hier, Käse. Auch 3,50. Und die Eier. 4,70. Gut, da haben wir das schon mal gemacht. Ja, beim nächsten Mal auffüllen, auffüllen, auffüllen. Und dann gucken wir, ob wir die Ecke auch freikaufen können. Und wie weit wir kommen. Lampen dann nicht vergessen. Regale. Ich denke mal, zur Lizenz kommen wir noch nicht, aber vielleicht in der nächsten Folge könnte das dann am Ende hinklappen, dass wir eine neue Lizenz schon kriegen. Schauen wir mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare. Seid beim nächsten Mal wieder dabei und dann machen wir weiter. Bis dann, bye bye, tschüssi.